Gentlemen, we proudly present you the Super Duper Trooper Bill Show. Glamour, glitter, glitzer. Der Vater aus Domtür, der wilden Löwinnen. Die Mutter dreht am Röhrenrad. Katharina, die Badfrau, als deutsche Antwort auf Conchita Wurst. Last not least, Antonia, die Rosine, die in keinen Kuchen passt. Please welcome the Bill Family. Auf wen kann man sich verlassen? Wer hilft sicher in der Not? Darum darf man niemals hassen. Familie, gebt ihr Milch und Brot. Manchmal willst du einfach fortgehen, fühlst du Last und schwere Last. Doch bald wirst du es verstehen, unsere mittlerweile erwachsenen Töchter vorstellen, die jetzt beide in Berlin wohnen. Bin ich da in der, da ist eine schöne Gegend, Böllsche Straße, Friedrichshagen. Ach, denke ich, gehst du doch mal da in den Kaiserscafé rein. Und da stehe ich so an der Fleischtheke. Ich habe eine Sekunde gezögert. Was brauche ich noch und so, ne? Spricht die nächste Kunde mich an. Entschuldigung. Wollen Sie hier noch was käuflich erwerben oder sind Sie fertig? Dann suche ich ein Feuerzeug. Feuerzeuge. Ich finde keine Verkäuferin, gehe also da zur Kassiererin, war die einzige, die da arbeitet sozusagen. Entschuldigung, hallo. Können Sie mir bitte sagen, wo ich hier Feuerzeuge finde? Ja, da kicken Sie mal die Gänge entlang. Ich hab da eine halbe Stunde die Gänge entlang gekickt. Dann hab ich auch endlich gefunden, bin zur selben Kassiererin, hab's ihr hingelegt und gesagt, na, wollen Sie wissen, wo ich das gefunden habe? Sagt sie, nee. Berlin versaut alle. Mama, ich bin jetzt vegan. Also, was heißt das denn? Ich esse keine tierischen Produkte mehr. Da sag ich, also, Katharina, da musst du aber aufpassen, da darfst du aber auch nicht mehr Fingernägel kauen, ne? Meine Mutter ist eine strenge, man kann schon fast sagen, fundamentalistische Atheistin. Sie sagt immer, ne, ich glaube an nichts. Aber das stimmt nicht. Sie hat eine Ersatzreligion für sich gefunden. Und die heißt Aldi Süd. Schmeckt wie aus dem Klo. Er ist weder gelb noch grün, aber ich liebe ihn. Pino Grigio auf dem Refrigio. Eine Traube sah er nie, aber ich liebe ihn. Der Tropfen ist das Gegenteil von meinem Ideal. Ich werde nicht mal nüchtern hier, doch ist mir egal, Pino Grigio, für nur 2 Euro. Manchmal möchte ich vor ihm fliehen, aber ich liebe ihn. Beim Aldi Süd gibt es ihn. Ja, ja, ich liebe Ich bin Solo. Ich möchte wieder ein Paar sein. Ich möchte zu einem Wir verstehen.
verschmelzen. Reich mir mal den Rettich rüber. Den Rettich rüber. Reich mir mal den Rettich rüber. Den Rettich rüber. Beate redet gern über Möbel und sagt, Ikea kommt mir nicht ins Haus. Bis auf den Tisch da. Der ist von Ikea. Der sieht aber nicht nach Ikea aus. Respekt verdienen Menschen, die bei Ikea einkaufen, ohne dass es nachher nach Ikea aussieht. Klaus, Beate, Uschi und Dirk sitzen da in ihrem Szenebezirk. Klaus, Beate, Dirk und Uschi sitzen da und essen Sushi. Oh, 30-jährige Pärchen. Oh, wow. 30-jährige Pärchen. Oh, oh. Fisch, ich bin Fisch. Fische sind leidenschaftlich, kreativ, künstlerisch hochbegabt, flexibel, können in alle Windungen sich fischen. Ja, ich bin im zweiten Aszendenten Schildkröte, im chinesischen Sternzeichen Gürteltier. Es ist also sozusagen vorprophezeit, dass ich Schauspielerin werden muss. Es lebe der König! Besonders schön sind rote Teppiche. Um mal so ein bisschen in die Boulevard-Sache zu gehen. Ja, rote Teppiche ist ganz wichtig, dass man sehr dünn aussieht. Dass man sich hier die Wangenknochen immer mehr einfallen lässt. Und möglichst hier diese Linien. So. Dann muss man immer das Bein dahin tun, weil das macht eine schlankere Linie. Und hier bitte so an die Hüfte. Und dann dabei möglichst entspannt aussehen. Das ist besonders empfehlenswert für Schauspieler ab 30. Da geht das ja schon los, wie zum Beispiel für meine Schwester oder so, wenn sie das mal braucht. Und das ist dann wirklich, wirklich besonders... Oh mein Gott. Das erinnert mich jetzt an mein größtes Idol. Kennen Sie Simone Tomalla? Den Tatort Leipzig mit Martin Wuttke? Simone Tomalla? Zwischen 30 und 60. Zwischen 30 und 60 Sekunden, Minuten, Stunden. Ach so, das meinen Sie ja. Also der Todeszeitpunkt ereignete sich gestern zwischen 20 und 22. Gestern Abend zwischen 20 und 22. Gibt es Ausweis von der Frau? Ja, also bei der Leiche handelt es sich um Simone Tomalla. Nicht! Ich hab's doch gleich an die Lippen erfahren. Gibt es irgendwelche Fremdeinwirkungen und Spuren? Ja, also wir haben festgestellt, der Fundort ist nicht der Tatort. Und außerdem haben wir einige Kratzspuren am Rücken feststellen können. Kratzspuren am Rücken? Ja. Wohl von einer Katz? Nein, nein, stärker. Dann von einer Bande? Einem Panda-Bären. Na, von einer Bande? Einem Panther. Ist auch doch am Bande. Ja, nein, stärker, stärker. Dann von Antike? Nein, nein, stärker. Also eher sowas wie Glas, Porzellan, Scherben. Also sucht man immer Scherben, bring Glück. Klappe! Ja, hallo. Grüß Gott, mein Name ist Messingschlager Kribo Dürnberg. Das ist meine Kollegin Frau Hässlich. Hässlich, nicht hässlich. Ich wollte Sie fragen, sind Sie die Johanne Tomalla, die Schwester von der berühmten Simone Tomalla? Ja. So. Ist es wahr, dass Ihre Schwester in Ihrem Haushalt gelebt hatte? Wieso hatte? Ja, weil die ist sie.
22 Uhr. Ich war hier. Ich habe Tatort geschaut. Oh, Sie haben Tatort geschaut. Sehr gut. Ja. Haben Sie dafür Zeugen? Nein, meine Schwester war ja schon tot. So, Frau Tomala, wir sitzen jetzt hier im Verhörraum. Ich habe mich wohl verhört. Werde ich verdächtigt? Das kann man so sagen, Frau Tomala. Ich habe recherchiert über Ihnen. Sehr genau recherchiert über Ihnen. Und Sie waren seit Ihres Lebens eifersüchtig auf Ihre Schwester wegen der Flippen. Ne? Und dann ist auch noch Ihre Mutter gestorben. Oder war es der Vater? Und da haben Sie geerbt. Da kann rein theoretisch ja ein Streit entstanden sein. Haben Sie sich gestritten? Nein, nein. Denken Sie noch einmal nach. Ja, doch, doch. Sie. Aber Sie wollen doch wirklich alles haben. Den Perser, das Porzellan, das Silber, den Schrank, alles, alles. Und dann ist Ihnen aus Versehen der Schürhaken in die Hände gekommen und dann haben Sie sich mit dem Rücken voran über das Porzellan, das Meißen, was Sie vorher gedeppert haben, wo ein K drunter war, haben Sie da die Leiche drüber gezogen. Kann das sein? Bitte? Jetzt, was ist denn? Ja, was gibt's denn? Ich hab's doch fast so weit. Frau Kommissarin Marie Messing-Schlager, wir müssen Sie unbedingt sprechen, also ich. Entschuldigung, ja. Bin gleich wieder für Sie da. Wir haben im Garten der Verdächtigen DNA-Spuren des Opfers gefunden, nämlich ihr Blut, Hüher, Eiter, Nasenpopel, Fingerränder, Fingerkappen, Lymphe, Sperma. Sperma von der Frau? Nein, ich meinte, Sperma sie doch gleich ein. Spermas ein oder Spermas nicht ein? Das ist die Frage in Nürnberg bei der Jury. Denken Sie immer dran. Die Mori, das ist die beste Kommissarin. Und wie es weitergeht in meinem Thriller, in meinem absoluten Superkrimi, die Tode von Vorteil, das werde ich auch noch dabei werden. Ihr müsst nur mich nehmen. Die Mori. Hallo Chichi, hör mal, hier ist die Mama. Sag mal, ist das Paket schon mit dem Telefon angekommen? Hör mal, was ich dir noch erzählen muss. Der Papa, der hat letztens nach 32 Jahren an unserem Hochzeitstag gedacht. Sag ich, hör mal, nach 32 Jahren kommst du denn jetzt drauf? Sagt er, ja, könnte ja der Letzte sein. Sag ich, hör mal, sag mal, hast du eine andere? Sagt er, nee, so anders ist die nicht. Hallo, Katharina, du, hallo, das ist der Papa. Du, sag mal, kannst du mal bitte die Rechnung fürs Finanzamt schicken? Ja, sei doch so gut. Ja, also, das war der Papa. Piep, piep. Hallo, Mama. Hier ist die Donchi. Ich bin schon wieder krank. Ich hab Halsschmerzen. Piep, piep. Hallo, Papa. Hier ist die Katharina. Du, ich mache gerade ein gesellschaftskritisches Performance-Projekt zur Überflussgesellschaft. Sag mal, wie viel Kilowatt verbraucht denn so ein durchschnittlich deutscher Haushalt? Piep. Piep. Katharina, du also. Der Verbrauch wird nicht in Kilowatt, sondern in Kilowattstunde gemessen. Hast du wohl auch in der Physikstunde geschlafen? Ja, also das war der Papa. Piep, piep. Hallo, ja, also hier ist der Papa. Soll ich da die Gebühren für das 19. Semester noch diese Woche überreichen oder erst nächste? Ach, Mensch, ach, ich depp. Das ist ja die Tonia. Ja, wir freuen uns, wenn du nächste Woche kommst. Ne? Der Papa sei so gut, ne? Ja, sag mal deiner Schwester, sie soll anrufen. Ja, dann ciao, ciao, ciao. Piep. Piep. Hallo, Mama. Es geht mir langsam etwas besser. Aber hast du den Tatort gesehen, Mama?
Da haben sie doch diese Rolle der hässlich. Die haben sie doch mit dieser vertrockneten, du kennst sie doch aus meinem Semesterjahrgang, mit dieser vertrockneten Klobürste besetzt, Mama. Scheiße, ich hätte tausendmal besser gemacht, Mama. Piep! Hallo, Kathi, du hör mal, du glaubst es nicht. Ich stehe gerade im Aldi Süd. Der Aldi schwenkt jetzt um auf vegan. Du hör mal, ich schick dir jetzt mal so ein Päckchen rüber in die Zone. Das war das wäre eine super Ich mach das wirklich nur, damit das Geld in der Familie bleibt. Kuni! Die haben Mund voll, die